Hallo, wir sind David und Melinda und diesmal reisen wir gemeinsam mit unseren Freunden Robin und Luna und der Hündin Leia durch Europa in zwei selbst ausgebauten Vans. Diesen Winter wollen wir auf den Kanarischen Inseln verbringen. Als erste Insel haben wir uns Gran Canaria ausgesucht. Eine aufregende Woche liegt hinter uns, mit einigen Tiefen und Höhen. Ob das eine gute Idee war, hierher zu kommen? Wir haben zwischenzeitlich sehr daran gezweifelt. Das ist alles irgendwie nix. Entweder es ist kein Netz oder wir kommen da nicht rein. Also so einen richtigen Wow-Effekt haben wir jetzt hier noch nicht gehabt. Ich glaube, das ist schon sehr extrem. Also ich bin einfach nur entsetzt. Oh, kalt. Nur noch eine Nacht frieren. Und später einige Wow-Momente gehabt. Wow. Ob die Insel unser Herz gewonnen hat? Ist ja ein Traum hier. Ist richtig schön, ne? Boah, ist das schön. Oh mein Gott. Zeigen wir euch in diesem Video. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know every time you're away. I long for you so much I can find my way. Herzlich willkommen auf Gran Canaria. Okay. 19 Grad, erster Advent. Läuft. Bei uns. Da kann man glatt die Jacke ausziehen. Ja. Und weg. Woo! Let's go! Also bevor wir zu unserem Stellplatz fahren, tanken wir erstmal unser Auto. Und das kostet hier 99 Cent für 1 Liter. And the truth may come as a surprise. Den Weg zu unserem Stellplatz sind wir hier an so einem kleinen Hippie-Markt vorbeigekommen und haben wir doch mal direkt angehalten. Ich würde mal sagen, so wenn man aus Las Palmas draußen ist, wird es auch schon richtig schön. Auf jeden Fall schon mal besseres Wetter als oben im Norden. Haben jetzt so ungefähr 30 Kilometer gemacht und haben dann noch mal so 10 Kilometer zu unserem Stellplatz. Bin mal gespannt, wie der aussieht. Leider nur komplettes Set. So viel Platz haben wir nicht im Bus. So, wir sind jetzt Stellplatz Nummer 5 angefahren. Oder Nummer 4? Egal, auf jeden Fall sind wir schon ein paar angefahren und das ist alles irgendwie nix. Entweder es ist kein Netz oder wir kommen da nicht rein, weil eine Schranke ist, oder es sieht einfach nicht schön aus, alles sehr bebaut. Wir sind noch nicht so ganz happy und jetzt suchen wir uns mal einen Platz, wo wir besseres Internet haben und gucken nochmal, ob wir noch was Schöneres finden. Ich muss ja sagen, der Druck ist ein bisschen hoch heute, weil Melli hat morgen Geburtstag und wir wollten uns eigentlich einen schönen Platz suchen, wo wir dann die nächsten 2-3 Tage bleiben. Oh. Ist ein bisschen windig? Nö, gar nicht. Geht voll. Also wir sind leicht desillusioniert und ja, auf der Suche nach einem Stellplatz, wo man überhaupt stehen kann. Stellplatz Nummer 5 ist auch nichts gewesen. Ja, wir haben uns entschieden, jetzt heute hier zu bleiben und nicht mehr weiter zu suchen. Wir sind voll müde und haben jetzt echt keinen Bock mehr. Wir haben so viele Stunden gesucht. Ja. Jetzt chillen hier. Und kochen uns was Leckeres. Ja. Heute ist Mellis Geburtstag. Hello! Happy Birthday, Schatz. Danke. Boah, mir ist ganz schwindelig von diesem ganzen Wind. Also wir wussten ja, dass es ein bisschen windig werden kann, aber ich glaube, das ist schon sehr extrem. Naja, jetzt waren wir eine Runde spazieren und jetzt haben wir uns mal gut durchgelüftet. Und jetzt frühstücken wir was und dann fahren wir weiter. Ui, ob das eine gute Idee war, hierher zu kommen. Also so einen richtigen Wow-Effekt haben wir jetzt hier noch nicht gehabt.
zwischen Las Palmas und Puerto Rico an der östlichen Seite der Insel gibt es nicht so viele schöne Spots, wie wir herausgefunden haben. Deswegen geht es jetzt in den Nordosten. Da ist es auch, nee, in den Nordwesten. Deswegen, ja, da soll es auch weniger windig sein und wahrscheinlich haben wir einen richtig, richtig geilen Stellplatz. Und morgen, da Melli ja heute Geburtstag hat, haben wir für morgen, es hat heute leider nicht mehr geklappt, was richtig Cooles für Melli organisieren können. Aber jetzt erstmal einen schönen Stellplatz und morgen dann mehr zu der Überraschung. Jetzt erstmal richtig schön. Ich filme jetzt mal von draußen, aber ich kann da nicht sprechen, weil es ist einfach mega windig. Noch viel windiger als an dem Stellplatz, von dem wir heute losgefahren sind. Ja, es sieht aber richtig, richtig nice aus, wie so eine kleine Oase. Ja, und zwar hat Luna und Robin, die haben was richtig Cooles überlegt für Melli an ihrem Geburtstag. Und zwar, wir stehen hier in einem Barranco und hinter uns ist ein paar Apartments. Und da dürfen wir heute hingehen. Oh je, jetzt müssen wir diese Horrorstrecke wieder zurückfahren und irgendwo anders runter. Ich hoffe, wir kommen da mit die Kurve, weil die Straße ist doch so schmal. Oh ja, das war eng. Und das sieht geil aus, oder? Mega! Der sieht auch schon voll nett aus, der Besitzer. Ich freue mich schon. Oh, ich bin auch voll gespannt. Ich bin aufgeregt. Das ist hier ein Traum hier. Das ist richtig schön, ne? Oh, das ist schön. Oh mein Gott. Fängt gut an, der Tag, ne? Tschüssi! Wow! Yes! Wow! Hier haben wir einen Tennisplatz, da haben wir eine Kletterwand, wir haben da hinten dran noch einen Strand. Hier sind unsere Unterkünfte. Es ist einfach mega, mega schön und wir verbringen jetzt hier 2 Tage. Also nicht einen Tag, sondern wir müssen erst morgen Abend auschecken. Das ist unser. Ich habe hier rückwärts eingeparkt und Luna möchte mal fahren. Also. Ja, mal sehen, ob das was wird. Wow! Wow! Du machst den Canyon runter. Oh mein Gott. Okay. Ich schaff das. Kanarien oder generell die Kanarischen Inseln wurden von Kastilien, León, das ist eine autonome Region in Spanien, erobert. Das ist circa 500 Jahre her.
Und vorher gab es hier schon so Völker aus Nordafrika und aus ganz vielen anderen Regionen. Und die haben Widerstand geleistet, die wollten nicht dazugehören und sich nicht erobern lassen. Und dieser Part hier, ich blende den Namen hier mal ein, Barranco de Guayadara, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist quasi so der letzte Part, an dem Widerstand geleistet worden ist und der halt auch niemals eingenommen worden ist von spanischen Eroberern. Und das hier ist tatsächlich die Höhle, in der der Widerstandskämpfer zuletzt noch gelebt hat. Super interessant. Die ganze Area ist sehr, naturbelassen. Also es wurden keine neuen Häuser erbaut, nur Häuser, die schon da waren, aber natürlich nicht mehr in so einem guten Zustand waren. Also es ist mega schön, mega spannend und ich glaube, wir haben eine richtig coole Zeit. Und drei, wow! Okay, fängst du an oder ich? Boah, ey, da hat mir eine Schläge aus der Hand gehauen fast. Ganz okay. Klar schlafen wir in unserem Bett ein bisschen besser, aber es war trotzdem sehr schön und jetzt gibt es ein richtig großes Frühstücksbuffet. Mal gucken, was es so für uns hier gibt. Ja, die zwei Tage hier, die waren richtig, richtig nice und jetzt freuen wir uns aber auch schon alle aufs eigene Bett und auf die eigene Küche und einfach auf unsere Busse, ne? Das ist halt unser Zuhause und damit sind wir gern unterwegs. Wenn sowas auch hin und wieder mal Spaß macht und ich glaube nicht, dass es das letzte Mal war, dass wir in so einer schönen Unterkunft sind, muss ja beim nächsten Mal auch keiner Geburtstag haben, können wir uns auch einfach mal so gönnen, ne? Genau, und jetzt packen wir hier mal langsam alles zusammen und ja, gehen wieder hoch zum Bus. Ist das warm hier drin. Wow, durchgeheizt. Ja, man muss hier nämlich auch immer ein bisschen hupen, wenn man in die Kurven fährt, weil es hier so eng ist. Bim, bim, bim. Hui. Ja, nice. Hola, señores. Hola. Geil hier, oder? Ja, voll schön. Sollen wir... Ein bisschen windig, aber das sind halt die Kanaren, ne? Das ist richtig schön jetzt hier. Ich glaube, wir haben unser Anfangstief auch überwunden. Und jetzt entdecken wir den schönen Teil der Insel. Jetzt stehen wir hier am Faro de Sardina, der ist hinter mir. Und wir haben uns hier schön hingestellt, bilden so ein kleines L, damit wir ein bisschen windgeschützt sind. Und hier ist direkt das Meer. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make. Before this night is over, I will guide you home.
also es ist sehr, sehr windig draußen. Ich glaube, wir haben eine Windgeschwindigkeit von 45 Kilometer die Stunde. Und es soll tendenziell die nächsten Tage noch stärker hier werden. Und es ist auf der einen Seite sehr schön, weil man hat so eine schöne Aussicht und spürt halt die Natur. Auf der anderen Seite ist das halt aber auch ein bisschen einengend, weil man sich jetzt nicht so gemütlich draußen hinsetzen kann und jetzt halt auch nicht so lange draußen bleiben kann, weil der Wind doch schon ganz schön um die Ohren föhnt und so ein drückendes Gefühl im Kopf verursacht. Und deswegen würde ich sagen, suchen wir bald weiter. Einen neuen Stellplatz, ne? Yes. Wir haben so eine Idee, hoch in die Berge zu fahren und uns da... Hoffentlich ist es da windstill. Ja, dann einsteigen bitte. Warte, ich halte mal lieber die Tür fest. Mit der Hand. Wow. Mein Gott. Ein bisschen windig, oder? Lohnt sich gar nicht, die Haare zu machen. Die Windfrisur. Weil die Straßen so mies waren. Also ich bin so ein bisschen enttäuscht von der Insel. Also es ist wirklich richtig runtergekommen. Ich glaube, das Einzige, was hier ist, sind einfach Hotelburgen und alles andere drumherum ist schon ziemlich kaputt. Also ich bin einfach nur entsetzt. Richtig traurig, dass das hier so aussieht. In Spanien gibt es nur so kleine Frutterias und da kann man immer am besten Obst und Gemüse kaufen. Und wir sind jetzt in so einem kleinen Dörfchen und es sieht eigentlich ganz süß aus. Hier sind ganz viele bunte Häuschen. Wieder ein bisschen vom Schock erholt. Wir sind jetzt auf einer Höhe von ungefähr 700 Meter und plötzlich ist hier alles grün. Wir haben gerade Zitronen gesehen, Orangen, die hier wachsen und jetzt auf einmal gibt es hier einen Wald. Das ist krass, wie sich das auf einmal so gewandelt hat innerhalb von 20 Minuten Autofahrt. I would be long gone by now. It's some kind of devotion. Brings me down. That without my love for the ocean, I would be no one. Wir sind gestern nach einer langen Fahrt dann hier oben angekommen, am Tamadaba Viewpoint. Das ist eigentlich auch ein echt schönes Fleckchen Erde, wenn der Regen nicht wäre. Zudem haben wir hier auch überhaupt gar kein Internetempfang, haben aber trotzdem die Nacht dann hier auch verbracht und zwar auch echt sehr angenehm, eine sehr ruhige Nacht. Gestern Abend ist uns dann auch was Aufregendes passiert und zwar kamen hier abends um 8 oder 8:30 haben so zwei Radfahrer an unserem Van geklopft. Und die waren komplett durchnässt, die waren 7 Stunden auf dem Fahrrad unterwegs und haben sich wohl super krass verirrt. Und dann haben wir sie erstmal in unseren Van begleitet und haben sie, sie kamen gerade zur rechten Zeit, weil wir gerade zu Abend gegessen haben. Dann haben wir sie schön aufwärmen lassen, haben den Tee gekocht und haben denen all unsere warmen Klamotten gegeben, die wir quasi haben. Regenjacke, Socken, dicke Pullover. Und haben denen aber auch angeboten, dann hier zu schlafen in den Vans, das haben sie mehrfach abgelehnt. Da hatten sie wohl keine Lust drauf, die wollten unbedingt die Tour beenden und sind dann noch nachts um 10 in richtiger Dunkelheit. Wir haben denen noch eine Taschenlampe gegeben, dann
zurück zu ihrer Unterkunft gefahren, sind dann irgendwie nach 4,5 Stunden angekommen, haben uns dann um 2:30 nachts eine Nachricht geschrieben. Deswegen haben wir ja so gut geschlafen, aber auch ja, mit ein paar Sorgen, ob die dann auch gut ankommen. Und wir werden jetzt deswegen natürlich auch, also zum einen deswegen, weil wir die ja, Regensachen auch wieder brauchen. Die zwei bleiben selbst nur noch 2-3 Tage hier, wenn wir den Stellplatz heute ja, wieder verlassen. Und dann geht es halt wieder runter an die Küste, irgendwo in die Nähe des Leuchtturms, wo wir gestern gestartet sind. Aber in die Berge wollen wir nochmal wiederkommen, dann aber wahrscheinlich erst nächste Woche, wenn sich das Wetter wieder bessert. Oh, kalt. Nur noch eine Nacht frieren. Ja, bevor wir jetzt zum neuen Stellplatz fahren, lassen wir uns natürlich nicht die kleine Stadt Atenara entgehen. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Es ist nämlich sehr windig und kalt. Aber wenn wir Glück haben, haben wir gleich eine schöne Aussicht. For the ocean, I will be known. Ready, jetzt können wir weiterfahren. Die zwei Leute, die, von denen ich euch heute Morgen erzählt habe, mit denen haben wir uns jetzt gerade hier in der Stadt getroffen, unten an der Küste, und die haben uns unsere Sachen frisch gewaschen zurückgebracht. Und sie leben auch. Also das ist das Wichtigste. Das sind die zwei hier. Hallo ihr zwei, ihr seid jetzt in meinem YouTube-Video. Okay, how you say? Can you give a small, how you say in English, a small tip for people who came here by bike? And drive by bike in the mountains. Yeah, just an advice, like what you have to think of. First, check the charge of the electric bikes. Electric bike. Then be more realistic about the route and the bike you have, and the fact that you have mountains and it's not like the Netherlands flatlands makes a big difference. And it's more clothes is, The more clothes the better. The more clothes the better. And food, lots of food. Even if it's sunny and the weather is nice, just bring a raincoat. Sure, never know what happens in the mountains. Yeah. And make sure you cycle next to a camping place where you find nice fans with friendly German people who can help. Yeah. Nice. Yes, that's it, right? That's so good. Fresh and warm. That's still warm. Six. So we still have a good 15 minutes. So good, oder? Then.